R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ah, Kinders! Endlich sind wir da! Endlich sind wir da! Guckt euch das an, ist das hier nicht wunderschön? Oh, Papa, das ist richtig schön hier. Ah, der Opa hat uns doch gesagt, dass... Ja, guckt euch die Wiese an und alles. Oh, das ist so cool. Papa, guck mal lieber auf die Straße. Oh, 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 oh. Kinder, aussteigen! Papa! Papa! Opa! Papa! Papa, komm vom Haus runter! Oh. Papa, wo sind wir hier? Hast du die alle umgebracht? Das ist der tote Hugo. Das ist Lukas Vater? FBI-Boss? Was hast du gemacht? Der Hugo. Ich hab einen Golfkart geklaut, um aus der anderen Stadt rauszukommen, aber was hast du gemacht? Baby! Ich hab die alle erschossen, ich ja? weiß nicht. Ich mag wie hier. Marc, Lukas, warum seid ihr beide so groß? Komm, ich stimme, Mama. Stein, wir wollten eigentlich hier Urlaub machen. Was ist mit dir passiert, Opa? Weiß auch nicht. Ich bin hier seit zwei Monaten im Hotel. Seit zwei Monaten bist du hier? Ja, ich versuche mich hier rauszuholen. Also, ja, was ist mit dir? Was? Ja, hör mal auf, Stein. Jetzt, Stein, hör auf. Nein. Okay. Aber jetzt lass mal lieber reingehen. Du hast hier Bullen umgebracht. Oh, Kinder, Gottes Willen, ich. Alter, ich will hier nicht wohnen. Alle rein. Papa! Die Tür ist abgeschlossen, Lukas. Warte draußen. Lukas, bleib bei den Leichen Papa, stehen. Gar kein Problem. In diesen neuen Toiletten kann man gar nicht kacken. Hä? Marc, wieso bist du auf einmal so klein? Du hast Lukas! Ich war schon drin, guck! Lukas, hör auf damit. Also, Opa, erzähl Papa. Mal, was hast du gemacht? Ja, ich habe halt alleine gelebt und, ja, nicht viel. Oh, ja, aber warum hast du die Cops abge... Ich meine, warum? Die wollten mich hier rausholen. Ja, warum? Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe mit so einer, ollen, Hä? Nicht. Opa, hast du Kokain verkauft? Nein. Opa, was sind das für DVDs? Jetzt geht mal raus hier! Lukas! Hier war's weg! Ja, kommt. Okay, Kinder, ich würde sagen, kommt, wir gehen erstmal. Baby, da ist eine Frau! Ja, guten Tag, junge Dame. Hi. Ja. Kleiner? Hi. Sollst du für 10 Euro. Ich habe als Kind. Gehen Sie weg von meinem Kind! Hören Sie auf! Weg von meinem Kind und ich schieße! Ich kann hier nur Süßigkeiten besorgen. Schauen Sie doch mal, wo Sie hier sind. Lukas, was mit deinem Kind? Hier ist mein Arbeitsplatz. Ist das hier nicht das Crack im Hotel? Kinder, ihr. Gut. Ich sperre jetzt die Tür ab. Lukas, Opa, kommt, wir gehen da zu Eier, Ralf, das wird der Schiff. Ihr seid ja, pass auf, die ist nicht clean. Ja, ja. Hier. Legt euch doch schon mal aufs Bett. Hier. Kann ich mit Pool, Lukas, guck mal. Ich lasse euch jetzt eine Badewanne ein. Lukas! Papa! Ist euer Papa böse zu euch? Oh, Opa, ja. Das wollte ich nicht. Komm, geh mal da rein. Die Tür packt. die Tür funktioniert nicht richtig. Marc, komm aus dem Zimmer da raus. Aber die Frau ist nett. Nein. Oh, sie sind ja eine. Oh, sie sind ja eine ganz bezirzende. Ist das hier ihr Zimmer? Raus hier. Kann ich. Was? Das ist ja ausgebucht. Das ist. Kann ich. Kinder, geht mal. Kinder, geht mal alle raus. Alberstein, Opa. Geh mal mit den Kindern an. Geh mal mit den Kindern an den Pool. Oh mein Gott. Raus hier. Kinder, ich beschütze eine Pool. Euch. Kinder, eine Pool. Ich schlafe. Nein, geh jetzt mal raus hier. Raus. Kinder, eine Pool, alle. So. Das, was ist das denn hier? Junge Dame, das. Alpha-Stein, Mann! Das wird mir alles von meinem Zuhälter. Pool, Lukas! Warum ich? Oh, also, wenn das mein Zuhälter sieht, das muss ich alles zahlen. Kein Problem. Opa, raus jetzt hier. Ich muss mit der. Ja, ich gehe schon. Dame, ganz kurz. Sie sind ja eine ganz bezirzende. Sind was sie das alles kostet? Ja. Wollen wir uns vielleicht kurz hinlegen, ne? Ich meine. Also, eigentlich bin ich schon ausgebrochen. Ich kann ne? in 9mm Magazin bezahlen. Kinder! Der Papa muss hier Business Talk machen. Was Papa. Soll das denn? Ja, die Kinder, die vertragen also sowas. Kugeln. Guck, der Marc, der kann das. Kann ich, das kann ich nicht akzeptieren. Ach, mal Marc jetzt hier. Guck mal, der Marc, der ist das. Ups. Oh, jetzt ist er. Ja. Was haben Sie getan? Wollen Sie vielleicht. Was haben Sie getan? Ich glaube, ich liebe Sie, junge Dame. Oh. Das glauben Sie aber auch nur. Machen Sie ja, dann auch. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Oh, geil. Ich habe hier schon mal eine Badewanne voll mit Wasser laufen lassen. Gehen Sie mal da schön rein. Wir wollen auch Papa. Nein, Luca. Papa, Marc, ich hab du mich bist auch doch nicht alt genug. Komm, Kinder. Raus jetzt hier. So, bis später. Hä? So, ich habe jetzt abgesperrt. Was ich denn hier? Hallo. Hallo. Kinder. Opa, bring die Tür auf. Die Nacht habe ich eingesperrt. Jetzt, Kinder, schnell weg. Also mein Auto kommt schnell mit. Komm. Schnell. Jetzt reicht's. Kinder. Jetzt reicht's. Wir müssen fliehen. Meine Magazine. Oh mein Gott. Komm hier nicht. Versteckt euch. Kinder. Oh nein. Der Papa schießt. So, alle jetzt mal die Hände. Hände hoch, du alte. Hände hoch. Hände hoch. Okay, ich hab die Hände oben. Hände hoch. Ich hab die Hände oben. Hände hoch. Oh. Was hast du gemacht?
Papa, du hast Kinder, wir gehen jetzt alle zu. Das ist nur eine. Das ist nicht Alphastein. Ja, Alphastein, hör auf. Komm, wir gehen. Alphastein. Alphastein, nicht den Golf. Alphastein. Ich hab nichts gesehen. Hilf dir. Alphastein, zünd die Leichen an, damit der Opa nicht ins Gefängnis kommt, okay? Papa, guck mal ins Auto. Feuerzeug. Guck mal ins Auto, bitte. Alphastein, die Leichen anzünden. Kinder, wir gehen. Die Crackfrau ist jetzt tot. Das ist gar nicht schlimm. Die landet sicherlich im Krankenhaus. Die Krankenversorgung dieser Stadt ist super. Lukas? Ja? Setz dich bitte hier so lange auf die Mülltonne, während die anderen Kinder mit mir im Pool schwimmen. Nee, ich geh auch schwimmen. Lukas? Ah! Auf die Mülltonne. Papa, bitte. Auf die Mülltonne. Gib mir mal eine Chance. Ich bin genauso lieb wie die anderen. Auf die Mülltonne, Lukas. Ah. X-Muskel, Lukas. X-Muskel. Hä, was meinst du damit? Ah! Drück X, verdammt nochmal. Setz dich auf die Mülltonne. So, Kinder, kommt. Wir gehen zum Pool. Kinder, jetzt erstmal Bahnschwimmen hier. Kommt, los. Ich sitz hier. Du bleibst da. Ich sitze ja auch hier. Marc, zeig dem Papa mal, wie schön du schwimmen kannst. Komm, Kinder, hier, Neuanfang. Komm. So, Opa, und du erzählst, was du mit der Nutte gemacht hast. Also, ganz ehrlich, ich krieg keinen mehr hoch. Schon lange nicht mehr. Kinder, wir gehen einfach... Kinder, wollen wir eine Runde schwimmen oder habt ihr Hunger auf Buffet? Papa. Lukas? Ich sitz doch. Lukas, du saßt aber nicht hier. Doch! Lukas! Ja! Nach da vorne, so. Marc, komm da raus. Los, komm, Kinder. Marc, komm, Kinder. Das hier ist ein Neuanfang dieser Stadt. Hier wird's super bombastisch, wird's hier. Kommt mal mit. Komm, wir gehen mal rüber zum Buffet. So, schauen wir mal. Ah, schöne Essen. Hier ist alles leer. Opa, ist das hier für ein Crackloch? Ich weiß es nicht. Wie lange wohnst du schon hier? Können wir bitte endlich hier weg? Lukas! Aber ich will gehören zur Familie. Lukas, such mal mit Papa einen Angestellten. Komm. Okay. So. Hier drin? Ja, genau. So, komm, Kinder. Wir steigen jetzt Golfkarte vor. Hallo. In unserem Haus. Kommt. Hallo. Kommt, Kinder. Los. Kommt. Papa? Ja, genau. Wo gehst du hin? Lukas, guck ruhig weiter. Wir wollten nur gucken, wie die Beständigkeit der Hecke ist. Ah. Na dann. Wir wollten nur mal schauen, wie es da aussieht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir an dieser komischen Crack vorbeikommen, wenn ihr so im Krankenhaus rausgeht. Kinder, komm, wir treffen uns am Parkplatz. So, Hier ist keiner, Papa. Oh, stehen bleiben! Papa, ich habe die Polizei informiert. Junge Dame, jetzt haben sie sich mehr. Ich werde sie anzeigen wegen Kindes... Kindes... Verurlaubung. Kindes... Ja. Junge Dame. Genau deswegen. Sie sehen, dass ich einen Revolver in meiner Hand habe. Das wird es nur noch schlimmer machen. Und ich sehe ihren Zuhälter nirgendwo in der Nähe. Ja. Marc, du kannst kein Auto fahren. Ich war eigentlich nur beschissen. Komm, kleines Kind. Komm zu mir. Ich beschütze dich. Ich stelle mich vor dich. Los, gib Gas, Marc. Zeig dir halt, wie wir mit sowas umgehen. Los, Marc. Nein, noch. Marc. Du musst nicht in diese Richtung gehen. Marc, geh mal runter da. Ich zeig Papa, zeig dir jetzt mal, wie man immer fährt. Los. Opa. Opa, da spritzt es leer. Opa, wir brauchen Sprit. Ja, hier, geh mal da vorne zur Tankstelle links, Opa. Hallo. Unser Auto. Papa, ich bitte. Kinder, ich zeig euch dir mal. Meine letzten Worte. Ja. Wann können wir denn in unser richtiges Haus? Ja, oder wohnen wir jetzt, eigentlich hier? Machen. Opa, hast du Sprit gekauft? Nein. Dann geh mal ganz kurz. Opa, geh mal hier um die Ecke. So. Ja, ich höre ja schon. Und Sie, junge Dame, bleiben jetzt sofort hier stehen. Nein, das ist falsche Richtung. Ach, Opa, hast du noch was bei dir im Zimmer? Ja, gut, okay. Ja. Junge Dame. Ich habe ein Spielzeug. Ja? Komm, wir müssen erst mal den Testen. Komm, geh weg. Hallo, Kinder? Kinder? Ich brenne, oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Nein, Hilfe. Oh mein Gott, nein. So, Kinder, jetzt schnell weg hier, die ist tot. Auf geht's, ins Auto. Opa, den Sprit her, los. Schnell, schnell. Opa, klau dir den Karre, Gib mir den Sprit. Marc, gib den Sprit her, du dummer Hund. Los. Kinder, wir müssen weg hier. Ja, du kannst das, du bist ein Erwachsener. Nein. Kinder, steigt alle. Oh mein Gott. Hey, Jungs, ich klau ein Bullenauto, kommt. Wir brauchen zwei Autos. Steigt ins Polizeiauto mit mir, wir müssen hier weg. Wir müssen die Polizei ruft. Kinder, auf geht's. Aber Achtung. Ja, der kann das schon, der Junge ist gut. Oh Gott. Opa, wo ist unser Haus, das wir gekauft haben vom Arbeitsamt? Gott. Der Nase nach. Ah, perfekt. Opa, bist du hinter uns? Ja, sehr gut. Stein, du schaffst das schon, ne? Du bist doch alt. Opa. Das muss hier irgendwo sein. Oh Gott, das sind diese laufenden Bäume, von denen in der Stadt alle reden. Ja. Oh. Achtung. Oh Gott. Oh. Ah, Kinder? Leute, ist das Opa? Ist das etwa dieses berühmte bodenlose Loch in der Stadt? Was hast du gemacht? Kinder, jetzt alle aussteigen. Lukas, du zuerst. Okay. Geh doch nicht aus. Kinder? Ich kann fliegen!
Wir schwimmen hoch, Kinder. Wir schwimmen hoch. Okay, Kinder. Ich glaube, hochschwimmen, das funktioniert nicht. Das Wasser hört da oben unten auf. Wir müssen uns hier unten ein Basiscamp errichten. Einfach deine auf den Sprit zu verbrauchen. Also, Kinder. Wir müssen eine Rangreihenfolge erörtern. Wer zuerst gegessen wird. Erster. Wer zuerst gegessen wird. Dankeschön, ja, Lukas. Kinder. So, Lukas. Labt euch an seinem Leichnam, Kinder. Haha. Wo ist dein Mark? Was ist mit seiner Leiche? Ich hab die gegessen schon. Kinder, Opa, ruf bitte den Rettungsdienst und guck, dass. Danke sehr. Wir können versuchen, mit einer Rakete nach oben zu fliegen. Haben wir sowas? Ja. Oh. Ich geh rein. Opa, das ist ein Buttplug. Oh. Kann ich auch ganz einfach in die Gamebox? Ja, Alpha-Stein. Alpha-Stein. Papa, ich glaube, einer deiner Söhne ist Gott. Ich war dein Weg. Bei den Zauberfee. Einer deiner Söhne ist Gomm. Ich meinte eigentlich Gott, aber Gomm ist auch nicht. Ja, eigentlich ist Gott gut, und Gomm ja das Gleiche. Das war's dann von dieser Folge. Beim nächsten Mal kommen wir dann hier raus. Ach. Kinder, und denkt dran, keine Eva und irgendein Wort über die Crackmob. Ist das klar? Nö. Opa, was ist das da in deiner Hand? Alles weg. Gar nichts. Okay. Komm wieder runter. Macht's gut, Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Und willkommen damit zu der zweiten Episode von Who's Your Daddy? Staffel. Tschüss.